Ich mag die Musik. Sie selber wie bei Ocarina of Time. Auf der Farm. So, und der Freak da drin, der will die ganzen Hähne sehen. Und deswegen zeigen wir sie ihm. Erst so zusammentrommeln. Und dann werden sie wachsen zu stolzen Hähnen. Ich wette, ich übersehe wieder eins. Ich muss fast jedes Mal ständig nach allen wieder suchen. Nach einem. Weil ich eins meistens übersehe. Mal sehen, wie es diesmal wird. Jetzt gehe ich erstmal. Wenn du mal kommst, danke. Ach, ich hatte das. Was ist mit dem Rumpeln der Erde passiert? Normalerweise ist es auch immer hier. Ah, da. Ist irgendwie weniger geworden, habe ich den Eindruck. Irgendwie, keine Ahnung. Es stört nicht mehr so sehr. Vielleicht ist es ein Unterschied, weil ich auf dem PC spiele. Vom Fernseher ist es dann ein anderer Eindruck, wie es scheint. Wer weiß. Noch ein Küken. Wo ist das? Wie viel habe ich denn schon? 3, 4, 5, 6. Oh, ich schaffe alle, oder? Jawohl. Genial. So schnell gezählt. Guckst du die an. So sehen sie aus. Du komischer Freak. Er mag Camel. Haarcamel. Da freut er sich. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich diese geschwellten Kämme auf ihren Köpfen sehe und so, dann ist mir alles andere egal. Ich bin absolut zufrieden. Hier, du kannst das hier haben. Yay. Eine der geilsten Masken im ganzen Spiel. Denn mit der kann ich wunderbar schnell laufen. Gleich mal ausrüsten. Und ich überlege gerade, habe ich irgendwas vergessen? Seht, wie schnell ich laufen kann. Yay. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Aber ich muss jetzt noch nicht zum ersten Tag reisen. Denn ich habe ja noch ein bisschen. Dann kann ich immerhin schon ein bisschen mal weiterlaufen. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich habe es, glaube ich, einmal gemacht, so dass ich nur drei oder viermal im ganzen Spiel die Himmelzeit angewendet habe. Immer nur einmal vom Tempel. Das war schon arg, aber das war halt nur die Story-mäßig. Denn Herzteile und so kann man so nicht kriegen. Jedenfalls nicht alle. Und das wird dieses Mal natürlich nicht gehen, weil ich einfach alles haben will hier. Jetzt nicht jeden Rubin, aber alle Herzteile auf jeden Fall. Und alle Sidequests. Ach, lassen wir das. Yes, jetzt hört ihr die Musik. Die geile Oberweltmusik. Ist zwar in fast jedem Zelda-Spiel dieselbe, beziehungsweise die gleiche, aber... Oh, der blöde Vogel. Der klaut mir mein Schwert. Aber sie ist immer ein wenig umgeändert. Und ich mag diese hier sehr. Ich mag eigentlich alle sogar, aber diese hier ist schon was Besonderes. So, hier. Die haben immer ein bisschen was in sich. Aber sonst eigentlich ziemlich unnötige Gegner. Jetzt kommt noch ein bisschen Story. Leider kann ich nicht umgehen. Aber das müssen wir jetzt hinter uns bringen. Boah, siehst das? Eine Zeichnung. Wow, neue Zeichnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alte aussah, aber die ist geil, die ist neu. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Tiel und ich haben das zusammen mit dem Horrorkit gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Sieht ja witzig aus. Er sagte uns, es hätte mit seinem Freund... Was? Das S, das regt mich auf.
Es hätte mit seinen Freunden geschritten, danach haben sie es einfach am Stich gelassen. Das ist doch ein Er. Oder ein Sie, aber kein S. Ist doch so diskriminierend. Ja, wirklich. Kein Wunder, dass es so böse wurde. Wenn alle es so diskriminieren. Es regnet. Ich mag keinen Regen im Spiel. So unnatürliche Geräusche. Und ihr glitzert und funkelt und ihr strahlt richtig. Yay, wir wollen ins Trockene. Und wer ist denn da? Da ist ja jemand. Ups. Ist das kalt? Oh, ich bin so allein. Es ist so kalt. Yay. Das macht's schön warm. Yay, mach hinne. Come on. Yes, wieder Salias Lied. Und da spielen sie ein bisschen rum. Spielen, spielen. Wow. Da zeichnen sie die Zeichen, die wir gerade sahen. Was hat er da in der Hand? Links. Links von sich aus gesehen. Rechts von der Laterne, aber links. Ich weiß nicht genau. Das hat mich auch nicht gewundert. Er musste immer in deutscher Sprache spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber das ist nur deswegen, dass er das tun würde. Da ist der Massenhändler. Und er findet natürlich gleich die böseste Maske von allen. Majors Maske. Und als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte... Uah! Ja, okay. Das haben wir schon gesehen. Danke für diese Story. Aber ich kannte sie schon. Angriff. Denn Angriff ist die beste Verteidigung. Wie ein gewisser Nietzsche schon zu sagen pflegte. Auch dich. Ein böse Fledermaus. Noch eine böse Fledermaus. Was wollt ihr mitten am Tag hier, bitteschön? Und ich muss... Ich habe etwas die Orientierung verloren, aber hier hoch geht's. Na, kommt noch was? Ich höre es genau. Erstmal muss ich das ausrüsten. Denn ich brauche eine Distanzwaffe. Hilfe, ich werde Angriff, ich hör's. Da. Das kann ich gebrauchen, danke. So. Na, schon wieder. Lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Wo kommt das Vieh? Ist doch gar nicht da. Lass mich doch mal schießen. Da oben. Ach so, ich verstehe. Ich dachte, das wäre so ein Bubble-Ding gewesen. Das kommt jetzt, ich hör's. Die geben sie auf den Wecker. Ey, komm schon. Hab ich das jetzt? Immer noch nicht. Warum nicht? So, jetzt. Das muss reichen. Danke. Wechseln. Und da hoch. Denn da oben ist ein nettes Herzzeichen. Ne, genau. Schade. Das war ein wenig peinlich, dass ich das nicht mehr wusste. Diese Melodie. Egal. Gehe ich jetzt richtig? Ich könnte Tingle runterholen und eine Karte abstauben. Habe ich genug Rubine? Ich glaube 10 brauche ich, vielleicht auch 20. Und das sind die Sümpfe des Vergessens. Ding. 14 habe ich. 15. 16. Ja, okay, ich muss jetzt sowieso nochmal
die Hin- und der Zeit spielen, weil ich hier am ersten Tag sein muss. Für den weiteren Storyverlauf. Mein Deko-Stab. Und seht euch die Pflanze an, wie die aussieht. Ganz neue Farben. Weg mit dir. So, und die noch aktivieren. Gut. Jetzt noch kurz zu Tingle. Ich befürchte, er braucht 20 Rubine für die Karte. Wo ist denn Tingle? Der war doch irgendwo. Erstmal noch 2 Rubine. Ah, sehr schön. So, wo bist du? Da ist er. Ich freue mich, wenn ich den Bogen habe. Mit dem Bogen komme ich da viel leichter ran dann. Und abschießen. Es wird eng. Es hat geklappt. Yay! Du Schwanzlutscher, du. Okay. Reden wir mit dir. Nanu? Das sagt immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Lame, ganz lame. So, Village. 20, ich hab's gewusst. Hurra! Yes! Jederzeit bereit. Tingle, tingle, lukule, bam, bam, bam. Spiel so einen Spaß. Yay, das bist du. Okay. Ich kann spielen. Denn Rubine habe ich keine mehr, bis auf den einen. Und Feen habe ich nicht. Also kann ich spielen. Denn die Sachen gehen immer verloren, wenn man dahin zurückreist. Und es ist mir schon einige Male passiert, dass ich die Feen vergessen habe, dann nochmal einen ganzen Tempel absuchen musste und das war grausam. Besonders im Wassertempel. Das dauert nämlich ewig. Oder beim letzten Tempel ist auch nicht gerade immer so leicht. So. Mal kurz speichern, sicherheitshalber. Speichern. Gut. Und dann geht's zum ersten Tempel. Und zwar mit Volldampf. Und ich würde sagen, ich mache mal die Zeit ein bisschen langsamer. Ach, scheiße. Wo ging's? Ballade des Kronos. Die Hymne der Zeit rückwärts einfach. So. Mache ich. Ich denke zwar nicht, dass das nötig wäre, aber das mache ich einfach reflexartig immer so. Denn man kann nie wissen, was noch kommt. Und ohne Schwert lässt der mich nicht raus. Aber auch wenn ich schon mein Schwert verloren habe, dann merke ich das irgendwie nicht mehr ab jetzt. Also ziemlich unnötiger Typ. Lass mich in Ruhe. Ja, das Lied lerne ich erst später, mit dem ich dann zu den Eulenstatuen fliegen kann. Dann geht das Ganze noch schneller. Aber mit der Hasenmaske ist es auch schon ein Klacks, der Weg. Und hier links gibt es ein ganz nettes Spiel. Ein Bogenschießenspiel. Und das werde ich ganz am Ende machen. So ziemlich am Ende. Denn das ist sowas brutal. Das habe ich jahrelang nicht geschafft. Ich habe es erst Ende 2010 zum ersten Mal geschafft. Ich habe es so lange und oft probiert. Es hat mich so gefordert. Das ist echt das Schwierigste von allen Zelda-Spielen, wie ich finde. Aber ich habe es dann endlich geschafft. Und das könnte was werden dann, wenn ich das sogar hier im Let's Play mache. Wer weiß, wann ich es dann schaffe erst. Und ich muss mich verwandeln. Es wird ganz schön was werden später. Und das Wasser ist irgendwie zu blau, als dass man es als Gift identifizieren könnte, aber... Naja. Verwandlung. So, wo geht's hier hin? Zum Magieladen, zur alten Schachtel. Und da ist schon wieder jemand Altbekanntes.
Boah, die Pflanzen, die aussehen. Ich muss erstmal da rein, genau. Ich habe das schon oft gewechselt und bin umsonst irgendwelche Wege gelaufen. Und was geht's hier? Wälder der Mysterien, Vorsicht, gefährliche Schildkröten. Das klingt sehr nach verlorenen Wäldern. Und die Melodie, wie ist sie? Sie ist genauso. Wen wundert's?